Willkommen zurück zu Super Mario World! Vanilla Secret One. Da haben wir schon den Geheimausgang gefunden. Allerdings der reguläre Ausweg, der fehlt noch. Und das war total dumm. Aber hey. Was soll's? Ist ja nicht von Bedeutung hier. Morgens 9:30 in Deutschland. Jetzt ein Knoppers. Das wär's. Oh ja. Nice. Jump. Nein, wenn's ruckelt, mach ich das ganz bestimmt nicht. Das war kritisch. Ich guck erstmal hier, Pilzchen. Jawohl, ja. Nun denn, wir wollen da mal durchstarten. Okay, ciao. Was haben wir hier noch alles Schönes? Da ist. Oh, zwei Yoshi-Münzen. Eigentlich müssen wir das mitnehmen, glaube ich, irgendwie. Das Trampolin, aber Yoshi-Münzen sind für ein After, deswegen gehen wir weiter. Hier ist nichts mehr atemberaubendes. Chucky! Die gute 40. So, vielleicht reiße ich diesmal was. Stern! Nein, ich bin zu schlecht. Naja. One extra up. Two. And three. And four. Es reicht. Achso, mehr krieg ich eh nicht. Oh, scheiße. Platz. Peace, Leute. Peace. Kein Krieg. Nur Frieden. Aber ich trete Bowser in den Arsch. Genau. Die vierte Welt. Komm, wir fangen regulär an. Wir wollen es nicht mit den Abkürzungen machen. Die vierte Welt ist sehr kurz, es ist eine Brückenwelt und da sind nur ein paar Level. Die fünfte wird aber umso... naja gut, ich mag sie nicht sonderlich, der Wald da. Eigentlich sind meine sympathischen Level schon fast wieder vorbei. Cheese Bridge Area, das ist ja nice. Käsebrücke. Nein. Oh Mann, hey. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Noob. Na egal. So zu lösen ist doch eh viel spannender und unterhaltsamer für euch. Na 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 na. Okay, Leute. Na. Hier gibt's keine Schwierigkeit irgendwie. Also. Juhu. Ich geh mal auf den vordersten. Zickzack, hoi, hoi, hoi. Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, zack, zack. Nimm mal Anlauf hier. Juhu. Da waren Flügel für Yoshi, aber ich habe ja keinen Yoshi dabei. Nein. Deswegen sollte man das nicht machen. Oh Gott, habe ich den Checkpoint aktiviert oder nicht? So wie ich mich kenne, habe ich ihn bestimmt nicht berührt. Ich Idiot. Ich kleiner Depp. Ja. Na. Okay. Juhu. Ach Leute, ich will euch doch unterhalten, aber mit diesem Kack hier gilt das nicht. Wow. Ein nicht ganz ungefährlicher Sprung. Jetzt hol ich mir die Feder. Ich brauche, um glücklich zu sein. Doch nicht. Idioten. Jetzt habe ich aber genug davon. Wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen in die Top Secret Area und rüsten uns aus. Weil ich hab keinen Nerv. Ihr habt's jetzt ein paar Mal gesehen, also ist gut, ihr. Scheiße. Na du. Buhu. Die nächsten Geisterhäuser lassen grüßen. Was für ein schönes Spiel! Die junge Generation von heute sollte ein bisschen mehr Mario World spielen, ehrlich. Hier waren doch die Federn, ne? Yipsi! Wollen wir dich mitnehmen? Einfach mal so, ja. Komm her.
Der grüne Dino, der damals noch voll uncool war. Also schon mal vom Styling her, guckt euch mal die Verpackung von Mario World an. Ich weiß nicht, Johnny sieht aus wie ein Pferd. Und heutzutage sieht er aus wie ein Hamster. Klein und knuffig. Aber damals, nee. Aber nicht ein Pony, sondern so ein richtig fettes Pferd. Nun ja. Oh nein, wie kann man eigentlich so blöd sein? Wie kann man eigentlich so saublöd sein? Wie? Ich verstehe mich sehr. Ich sollte mich ohrfeigen, Mann. Was soll das? Mann, du löst es jetzt auf ganz regulärer Weise, Mann. Ich hab die Schnauze voll. Oh. Macht mal eine halbe Stunde dran rum und dann sowas. Extrem. Level in der vierten Welt kann mich doch nicht aufhalten, Mann. Da reg ich mich schon auf. Zu Recht, mehr oder weniger. Wenn es ja so anfängt zu rückholen. Also Polen offen hier. So, die goldene Mitte, Leute. Ja, ja, nicken, 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 nicken. Knicke die Knack. Checkpoint, man glaubt es kaum. Oh, so wird es nichts, ey. Ich werde getroffen, früher oder später, ey. Hab ich Schwein, ey. Hab ich Schwein. Ich hab viel zu viel Schweine. Aber wir müssen früher oder später den Secret Exit in dieser Welt noch finden. Beziehungsweise, ich weiß ja, wo er ist, nur ich muss ihn euch zeigen und ich muss es erreichen. Mal sehen, ob ich das schaffe dann. So, ein ganz bequemer Level. Hier gibt es nichts Besonderes. Boah. Was hast du heute Morgen gegessen, ey? Hier gibt es keine Secret Exits. Wir haben einfach nur Spaß daran, diesen Level zu lösen. Upsi. Das war auch nicht so gedacht. Tut mir leid. Komm, lass mich runter. Ein Level, der ein bisschen schwieriger ist. Ja, ich weiß, hier war eine Dingsbums. Gut, bleiben wir ein bisschen gechillt am Boden. Damit ich euch auch was zeigen kann. Fress. Was schon? Eine Wolke? Ach, die. Juckt mich nicht. So. Juhu. Wow. Bleibst du? Bist du ein braver Dino? Ja, natürlich. Okay, komm mal mit hier. Das sind eigentlich die optimalen Voraussetzungen, um das Secret in dieser Welt zu finden. Da drüben. Die Welt eben. Deswegen versuche ich's. Wir brauchen Yoshi dazu. Leute. The Cookie Mountain. Und da haben wir schon Ludwigs Castle. Der Ludwig. German for win. Ja, mal sehen, ob wir so ein bisschen was erreichen können. Ich glaube nicht, ne? Komm, wir nehmen nur das mit. Der Rest ist doch Kinderkacke. Erstmal ganz gechillt zum Checkpoint. Da können wir die Yoshi-Flügel nehmen, also diese ganz besonderen Wunder-Dings-Bums-Dinger. Und der Geheimausgang befindet sich, leider Gottes, hinter dem normalen Ausgang. Das heißt, wir müssen unter dem Stangengedöns, unter dem Ziel-Dingsbums, uns hindurchschleichen. Und dahinter befindet sich halt das Nummer, also das Secret Exit. So, Checkpoint for the win. Ich verstehe dieses Level bis heute nicht, ey. Was? Ich brauch Yoshi. Hör auf. Aber seid ihr total bescheuert, Mann? Oh.
Und ich habe eine bessere Idee. Meine Fresse. Ich habe gedacht, die Flügel bringen uns nur ein Stückchen weiter vor. Jetzt habe ich nicht mal mehr das. Und tschüss, Mann. Nein, verzeiht mir. Leute. Oh. Nee. Das müssen wir in diesem Part machen, weil ich ertrag's nicht mehr. Ich will diesen Level nicht mehr betreten in meinem späteren Leben. Die Käsebrücke. Komm jetzt her, Joschka. Fischer. Nein. Scheiße, bin ich blöd. Ich bin so blöd zum Kacken. Das kann nicht wahr sein. Lalala, ich hab die Feder nicht geholt. Deswegen gehe ich zurück. Hol mir das jetzt nach. So, perfekt ausgerüstet. Mann, oh 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 Mann. Keine Hektik, Leute. Es lief alles so rund, bis die Käsebrücke kam. Die Käsebrücke des Grauens. So. Los geht's. Cheese Bridge. Ich weiß, es bringt nichts, Mann. Wir bleiben jetzt ganz gechillt, uns kann nichts passieren hier. Was soll uns denn stoppen, das Streamteam schlechthin? Cape Mario und Yoshi. Okay, kommen wir langsam zum Ende. So. Darüber wäre ich sehr froh und jetzt probieren wir es einfach. So. Ob wir uns ein bisschen ans Ende begeben können. Oh, es hat gereicht. Das wundert mich aber. Das war sehr schlecht. Ich könnte kotzen. Ich töte mich jetzt und hol Yoshi. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich habe ja den Checkpoint aktiviert. Jackpot? Checkpoint! Also mit Yoshi kann man es ja gar nicht großartig anders machen, wisst ihr? Der kann sich ja nicht mal festhalten an den Seilen, wie auch. Oh hey, fühlt euch getröstet, denn wir schaffen das noch in diesem Part. Ja. Da habt ihr wenigstens mal was zu lachen gehabt. Yoshi, komm her. Alter Babsack. Gut, los geht's hier. Top Secret Area. Dawn on Plant 3. Morton's Castle. Vanilla Dome 1. Vanilla Dome 2. Vanilla Ghost House. Vanilla Dome 3 und 4. Und Lemmy's Castle. Es ist a pipe and another pipe. And this is the Cheese Bridge Area. Ich hätte euch so geschlagen, wenn ich wieder am Anfang gewesen wäre. So, bis hierhin. Ist alles klar. War das wirklich schlau? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich versuch's einfach mal so und guck mal um. Hey, es war's schon. Dann können wir uns jetzt. Ich muss mal gucken. Wie man überhaupt abspringt von dem Babsack auf diesem Controller hier. So. Ein Mond. Monde. 50! 50 Sterne, ja. Oh yeah, damn, sexy motherfucker. Ja. Soda Lake. Im nächsten Part. Bis dann und ciao.